Unser Reporter Daniel Schrödel beobachtet den heutigen Bürgerdialog in Chemnitz. Daniel, wie haben Sie den Abend bisher erlebt? Ja, mittlerweile wurden fast 2 Stunden hier diskutiert und man kann sagen, überwiegend haben die Teilnehmer, knapp 200 Teilnehmer, sachlich miteinander diskutiert. Es gab aber zu Beginn gerade Szenen zu beobachten. Da wollten sozusagen die Teilnehmer, einzelne Teilnehmer, dem Innenminister da an die Gurgel, haben ihn eben beschimpft und wollten da etwas gerade rücken. Allerdings ließ sich davon der Innenminister nicht provozieren. Und auch hat man dann an den Tischen gesehen, dass gerade zu Beginn der Diskussion einzelne Teilnehmer den Ordnungsbürgermeister beispielsweise als Lügner beschimpft haben. Aber auch darauf verharrte man da nicht groß, sondern es ging danach eigentlich in die gezielten Fragenrunden, wo die Bürger hauptsächlich interessierte, wie man denn die Sicherheit in der Stadt erhöhen könnte. Kann eine solche Dialogform nachhaltig etwas verändern? Welche Signale gibt es da von den Teilnehmern? Ja, da habe ich meine Zweifel, weil Dialogformen im Freistaat gibt es schon länger. Unter anderem der stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulich, der fährt schon seit fast schon Jahren mit seinem Küchentisch hier durch den Freistaat, stellt sich den Bürgern. Dann gibt es das Sachsengespräch, was eben die Landesregierung macht. Und auch vor dem neuen Ministerpräsidenten Kretschmer wurden Dialogformen angeboten. Also sprich, die Politik hier im Freistaat, die diskutiert schon seit Längerem und stellt sich schon seit Längerem den Fragen der Bürger. Aber die Ereignisse hier in Chemnitz haben gezeigt, sobald ein Ausländer in eine Tötungshandlung beispielsweise verwickelt ist, da kochen die Emotionen hoch, da wird die Flüchtlingspolitik wieder in Frage gestellt. Und von daher ist ein Zweifel angebracht, ob man hiermit alleine letztendlich etwas bewirken kann. Aber solche Veranstaltungen, das ist auch klar, sind ein wichtiges Zeichen, dass man sich eben den Bürgern stellt und ihnen nicht ausweicht. Daniel Schrödel in Chemnitz, danke für die Einschätzung.